Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich so sehr, diesen Satz wieder sagen zu können, weil ich die letzte Prüfung des Semesters geschafft und endlich Ferien habe. Und dieses Video ist auch lange, lange überfällig, denn in der letzten Zeit kamen so viele Neuzugänge bei mir an und ich habe langsam einfach keinen Platz mehr. Beziehungsweise vielleicht hätte ich Platz, wenn ich einfach ein bisschen aus- und umsortieren würde. Und genau das machen wir heute. Wir schauen uns also gleich mal mein Regal an und vor allem, wie ich das Ganze umsortieren könnte. Dabei könnten ein paar Bücher auffallen, die ich aussortieren muss und die kommen dann in diesen Karton. Es wird mir schwer fallen, denn ich kann mich nicht so leicht von Büchern trennen, aber ich behalte in Erinnerung, dass ich dadurch viele neue Bücher holen kann und dass sie ja sicherlich ein gutes Zuhause finden. Ich werde vielleicht ein paar verschenken oder auch über Instagram verkaufen und verschenken und ich denke, dann wird sehr, sehr gut mit ihnen umgegangen. Vielleicht gibt es auch das ein oder andere Buch, bei dem ich mir noch unsicher bin, ob es schon ganz weg soll oder ob ich es noch behalten möchte. Da müsst ihr mir in den Kommentaren auf jeden Fall bei der Entscheidung helfen. Fangen wir doch direkt mal mit der obersten Reihe an und mit der bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, vor allem mit der Shadowy-Reihe, die ein echter Eyecatcher meines Regals ist und klar, die ist sehr platzverschwenderisch da oben aufgestellt, aber ich liebe es sehr, deshalb wird es erstmal so bleiben und auch die anderen Bücher in der obersten Reihe mochte ich entweder total gerne oder möchte ich noch sehr, sehr gerne lesen und daher wird es auch so bleiben, die nehmen ja auch nicht viel Platz weg. Was aber viel Platz wegnimmt, sind in jedem Fall meine Buchboxen. Ich glaube, von der Dunbridge Academy Box kann ich mich nicht trennen, aber die anderen beiden, ich glaube, die müssen jetzt einfach mal weg, weil da so viel mehr Bücher hinpassen würden und ich glaube, das ist schon mal eine gute Entscheidung. Mein Regal hat ja mehrere dieser kleinen Fächer und ich habe mich am Anfang dazu entschieden, vielen Büchern dann einzelne Fächer zu geben. Das ist aber natürlich auch die totale Platzverschwendung, auch wenn es meiner Meinung nach schon ziemlich schön aussieht. Und jetzt im Fall von Serpent and Dove zum Beispiel, die hat mir eigentlich nur Band 1 richtig gut gefallen, Band 2 dann nicht mehr so sehr, Band 3 habe ich noch nicht gelesen und dementsprechend ist es irgendwo ein bisschen unnötig, dass genau diese Reihe jetzt hier ein eigenes Fach hat. Liegt hauptsächlich am Cover, muss ich gestehen. Aber ich glaube, auch hier würde ich es erstmal so lassen, einfach weil ich keinen anderen Platz für die Bücher habe. Ich behalte es aber definitiv im Hinterkopf, dass die vielleicht nochmal ihren Standort wechseln müssen, wenn ich auch irgendwie alternative Bücher habe, die ich hier reinstellen kann. Die Palace-Reihe, Palace of Glass, Palace of Silk, Palace of Fire und Palace of Blood, ist ein bisschen am Kippeln bei mir. Aus zwei Gründen. Einmal, ich mochte zwar die ersten Bände total, aber den letzten dann nicht mehr so gerne. Und die nehmen natürlich schon viel Platz ein, weil ich hier alternativ auch weiße Bücher stapeln könnte, die bis unter die Decke gehen. Und gerade mache ich das nicht, weil die halt hier so schön passend zusammen aussehen. Ich könnte aber auch einfach mal, ja, meinen inneren Monk zur Seite schieben und hier andere Bücher noch weiter hochstapeln. Dann hätte ich dieses Platzproblem gar nicht an der Stelle. Ja, ich bin nur noch ein bisschen unsicher. Ich glaube, aktuell würde ich es erstmal noch stehen lassen, aber auch diese Bücher sind ein bisschen auf der Kippe. Leute, ich habe das erste Buch entdeckt, was ich definitiv aussortieren werde. Und zwar ist das Celestia City. Das mochte ich sogar ganz gerne. Band 2 habe ich dann aber mit 2 Sternen bewertet. Und das ist für mich echt sehr schlecht. Ich gebe kaum Büchern schlechtere Bewertungen als 3 Sterne. Und ich habe Band 1 eben behalten, weil ich das dann doch ganz gern mochte. Das muss jetzt aber definitiv mal aussortiert werden. Und ansonsten bleibt die Reihe wahrscheinlich so bestehen. Legend mochte ich nicht so gerne. Aber ich mag die Optik hier ganz gerne. Und ich benutze die Reihe super oft für Fotos. Deshalb bleibt die für das erste. In diesem Fach hier muss definitiv einiges aussortiert werden. Die 2 Bücher hier vorne, das sind auf jeden Fall Lieblingsbücher von mir, die kommen auf gar keinen Fall weg. Aber dahinter verstecken sich einige Bücher, die ich entweder optisch nicht so toll fand oder nicht so gern mochte. Das heißt, wir werden definitiv fündig, ein paar Bücher auszusortieren. Also schauen wir mal, Heartstopper muss natürlich bleiben. Oh ja, ich glaube, das Buch würde ich mal aussortieren. In all seinen Farben. Hier mochte ich die Grundidee total gerne. Es geht um einen Jungen, der Dragshows für sich entdeckt. Aber ich war leider nicht so emotional ergriffen von dem Buch, wie ich es mir erhofft hätte. Ich weiß noch, dass der Schreibstil mir persönlich nicht so gut gefallen hat. Und ich glaube, das ist ein guter Grund, dem Buch ein neues Zuhause zu schenken, wo es ganz doll geliebt wird, weil Schreibstil ja immer was super Persönliches ist. Also das sortiere ich, glaube ich, mal aus. Oh, dem Buch möchte ich ein neues Zuhause schenken, weil ich liebe Emma Scott, ich liebe ihren Schreibstil, ich liebe ihre Geschichten, aber mit dem Buch hier konnte ich persönlich nichts anfangen. Es hat mich zwar total berührt, aber es hat mich in einem schlechten Zeitpunkt erwischt und deshalb verbinde ich damit nicht so gute Emotionen. Aber weil ich weiß, dass das ein ganz großer Fan-Favorite ist, würde ich das super gerne einer anderen Person verschenken oder verkaufen und deshalb, ja, kommt es auf jeden Fall in die Aussortierbox. Da freue ich mich sogar glatt drüber. Ich glaube, Long Distance Playlist könnte ich ganz gut aussortieren. Das habe ich damals zugeschickt bekommen. Ich glaube, anhand des Klappentextes hätte ich es mir nicht ausgesucht.
versucht. Es war mir auch einfach ein bisschen zu jung. Ich war also nicht übermäßig begeistert von dem Buch, aber hatte jetzt auch keine großen Kritikpunkte. Deshalb fällt es mir auch hier jetzt nicht allzu schwer, es auszusortieren. Auch auf Ewig Dein, Time School von Eva Völler würde ich aussortieren. Ich weiß, dass ganz viele die Zeitreiseromane von Eva Völler lieben. Das ist so neben Kerstin Gier die Jugend-Zeitreiseroman-Autorin ist. Ich habe es einfach viel zu spät gelesen und konnte mich dann nicht mehr so mit den Charakteren identifizieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz tolles neues Zuhause findet und deshalb fällt es auch hier mir nicht leicht, mich von dem Buch zu trennen. In diesem Fach sind einige Bücher, die ich potenziell aussortieren könnte. Da haben wir einmal Keeping Secrets, dem habe ich 4 Sterne gegeben. Ich hatte jetzt eigentlich keine Kritik daran, aber ich war auch nicht übermäßig begeistert. Habe es aber auch in einer Zeit gelesen, in der ich nicht so große Lust auf reine Romance-Bücher hatte und mehr Fantasy gelesen habe. Vielleicht ist es also ein Buch für, ja, dem nochmal eine zweite Chance zu geben und es erstmal zu behalten. Ich glaube, ich behalte es erstmal. Was ich definitiv aussortieren möchte, ist Lore. Ich war sehr enttäuscht von diesem Buch, war auf der einen Seite sehr verwirrt von vielen Ereignissen, fand andere Dinge dann wieder sehr vorhersehbar, mochte den Schreibstil nicht so gerne in dem Buch, obwohl ich griechische Mythologie so sehr liebe. Ich muss aber auch sagen, das Buch ist einfach total sperrig, so groß und das, obwohl es gar nicht mehr so viele Seiten sind. Ich glaube, es sind 500 oder so. Also ich habe auch 1000 Seiten Bücher im Regal, die dünner sind und ja, da fällt es mir jetzt auch nicht so schwer, mich davon zu verabschieden. Elias und Laia liebe ich ganz doll, aber Bad Influence hat mich so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Ich kann gar nicht sagen, woran es lag. Ich hatte keine wirklichen Kritikpunkte, aber ich habe einfach absolut keine Bindung zu der Geschichte gefunden. Möchte aber definitiv nochmal Bücher von Stefanie Hasse, der Autorin, lesen. Aber gerade das war jetzt nicht mein persönlicher Geschmack, deshalb würde ich es auch erstmal aussortieren. Twisted Love hat mir persönlich auch nicht so gut gefallen, aber weil es so schön ist und weil es zu Vicious Love passt und ich das gern mag, dass es dann vielleicht mal irgendwann vollständig aussieht, würde ich das erstmal behalten. Ich glaube, bei den weißen Büchern würde ich es einigermaßen so belassen, weil ich gar nicht mal so viele andere weiße Bücher habe, die ich jetzt stattdessen da reinstellen könnte. Was ich noch aussortieren würde, ist auf jeden Fall Gladiator's Love. Ich mochte die Grundidee, aber auch hier Schreibstil und Emotionalität war nicht so mein persönlicher Geschmack, haben mich nicht so erreicht und deshalb würde ich das noch aussortieren. Aber das Cover ist echt schön. Ich glaube, es wird jetzt niemanden verwundern, dass ich die Bücher von Sarah J. Maas natürlich nicht aussortieren werde. Sie ist meine Lieblingsautorin, das habe ich oft genug erwähnt. Und auch, dass die Reihen alle so einzelne Fächer haben, finde ich absolut angebracht. Wo wir wahrscheinlich nochmal drüber reden müssen, ist dieses Fach hier. Natürlich, da steht einfach nur ein Zitat drin und ein bisschen Deko. Es ist schon Platzverschwendung, aber ähnlich wie mit der Shadowy-Reihe würde ich sagen, dass es mein Regal ein bisschen ausmacht. Deshalb werde ich das auf jeden Fall erstmal so behalten und ich hoffe, das ist vertretbar. Ich glaube, bei der pinken Reihe sind wir ganz schnell durch, weil ich da eigentlich kaum was ändern will, weil ich es einfach so schön finde. Auch hier stört mich zum Beispiel nicht, dass hier Bücher oben drüber liegen, weil man den schönen Farbschnitt so präsentieren kann. Und ich mag eben den Farbverlauf so gerne, auch wenn es zum Teil natürlich ein bisschen Platzverschwendung ist. Ja, fühle ich mich so ganz wohl. Das Einzige, wo man vielleicht was ändern könnte, ist dieser Bücherstapel, weil da ein paar Bücher drin sind, von denen ich mich theoretisch trennen kann. Aber ich würde sagen, das macht gerade zu dem Zeitpunkt ein bisschen wenig Sinn, da einfach ein Buch rauszureißen, weil ich brauche ja dann eins, was farblich da stattdessen reinpasst. Und daher würde ich es gerade mal lassen. Aber zum Beispiel Klaas' Liebe könnte ich aussortieren, weil das einfach ein Buch ist, was ich vor Jahren gelesen habe und jetzt nicht extrem dran hänge. Und auch an Falling Fast von Bianca Iosivoni hänge ich jetzt nicht ganz extrem, aber ich finde es gerade sehr schön, deshalb bleibt es vorerst so. Mir ist gerade noch aufgefallen, dass ich einen rosa-lila Neuzugang hatte. Und zwar Jetzt sind wir echt. Und das könnte ich ja direkt mal einsortieren und einen Platz finden. Auch wenn ich echt keinen Platz mehr habe. Mein erster Gedanke war jetzt natürlich, es in den Stapel einzusortieren. Aber die Schrift hier am Rand ist von oben nach unten. Und da wäre es natürlich sehr schade, es so hinzustellen. Und das Gleiche gilt ungefähr für hier, weil ja die Charakterkarten es dann verdecken würden. Ich glaube, es müsste eher hier hin. Rein farblich würde es hier neben New Beginnings und New Dreams ganz gut passen. Ich nehme aber nur kurz zum Test Dance into My World raus, obwohl ich das nicht aussortieren kann. Also das würde mir sehr, sehr schwer fallen, das auszusortieren. Und dann stelle ich mal jetzt hier rein. Okay, ich glaube, wir haben fast schon die perfekte Stelle für dieses Buch gefunden. Ich muss nochmal von außen gucken. Doch ja, ich find's ziemlich gut, aber ich kann Dance into My World auf jeden Fall nicht aussortieren. Das heißt, da muss ich jetzt nochmal überlegen. Und ansonsten finden wir noch ein anderes
Plätzchen für das Buch. Wir haben hier also wieder einen klassischen Fall von Buchbox. Ich finde die total schön, aber sie nimmt natürlich echt viel Platz weg und auf lange Sicht muss die einfach weg. Ich würde aber sagen, dass sie so lange stehen bleibt, bis ich halt wirklich was habe, was ich da hinstellen kann. Und das ist entweder eine Reihe, die ich super schön präsentieren kann, die müsste aber in die Optik passen, halt eher heller sein. Oder eben Bücher so stapeln, damit man da wirklich Platz gewinnt, wie hier. Und da müsste ich halt auch passende Bücher erstmal zu finden. Zum Beispiel sowas wie die Elfenkrone-Reihe. Wait a minute! Oder ich packe die Elfenkrone-Reihe da rein. Ich probiere es mal aus. Also, was sagen wir dazu? Ich bin mir total unsicher, aber hauptsächlich, weil ich immer Probleme habe, wenn ich meine Bücher umsortiere, dass es halt nicht so aussieht, wie ich es gewohnt bin. Und deshalb finde ich es grundsätzlich erstmal doof. Aber wenn ich mich dran gewöhne, ist es vielleicht echt besser. Also, ich bin mir unsicher. Ich glaube, es ist keine schlechte Idee. Es ist vielleicht ein bisschen zu überfüllt. Ich brauche auf jeden Fall eure Beratung. Ich werde es jetzt erstmal nochmal zurückstellen, aber das ist definitiv eine Option, die ich mal im Hinterkopf behalten werde. Hier in den untersten Reihen, da sammeln sich meine Platzprobleme. Hier ist alles irgendwie total gequetscht und voll und deshalb gehe ich das einfach schnell durch und sortiere so viele Bücher aus wie möglich. Kronkamp würde ich wegen der Optik, glaube ich, nochmal behalten. Inhaltlich mochte ich es nicht so gerne, obwohl ich die Autorin total doll liebe. Und deshalb kommt es erstmal auf den Vielleicht-Stapel, aber ich packe es erstmal zur Seite. Into the Fire würde ich, glaube ich, aussortieren. Da geht es um eine Feuerwehrfrau und es kamen auch ein paar Unfälle vor, die mir echt schwer gefallen sind zu lesen, weil ich sowas grundsätzlich nicht so gern lese. Und daher würde ich das erstmal wegpacken. Aha! Also das freut mich jetzt. Ist auf jeden Fall ein bisschen besser als vorher, finde ich. Flüstern der Magie mochte ich zwar nicht übermäßig, ich liebe aber das Cover, deshalb bleibt es erstmal. Und Boston Nights würde ich, glaube ich, aussortieren. Ich mochte es, glaube ich, zwar ganz gerne, ich kann mich aber nicht so dran erinnern. Habe es jetzt nicht ganz so geliebt und dann kann ich mir vorstellen, dass sich bestimmt jemand anderes drüber freut. Ansonsten, glaube ich, kann ich mich sehr schwer von irgendeinem Buch hier noch trennen. Höchstens Flying High, wie bei Falling Fast, könnte ich es aussortieren. Aber dadurch, dass ich jetzt auch da erstmal entschieden habe, es zu lassen, würde ich es auch hier lassen. Und beim Rest würde ich sagen, das bleibt erstmal so, wie es ist. Ich glaube, bei diesem hellblauen Fach würde ich es erstmal so belassen. Ich habe zwar hier zwei Bücher, The Secret Book Club 2 und Chasing Dreams, die ich jetzt nicht übermäßig mochte und von denen ich mich auch verabschieden könnte. Aber solange ich jetzt kein Buch habe, was ich stattdessen da reinstelle, würde ich es erstmal so belassen. Aktuell lese ich tatsächlich The American Roommate Experiment, was hier von dem Blauton her ganz gut passen würde. Aber der pinke Buchschnitt, der könnte mich hier drin schon sehr arg stören, glaube ich. Das heißt, ich schaue mal, ob es passt, aber ansonsten lasse ich es. Der pinke Buchschnitt ist jetzt gar nicht mal so das Problem, aber der Blauton sticht hier sehr arg raus. Ich weiß gar nicht, ob es im Video so rüberkommt. Ich würde The American Roommate Experiment auf jeden Fall lieber dort behalten als Chasing Dreams, aber ich glaube, an diese Farbe muss ich mich noch etwas gewöhnen. Auch wenn ich die Edelstein-Trilogie von Herzen liebe und sie definitiv ein eigenes Regalfach verdient haben, ist es eine Überlegung, die mal anders zu sortieren. Einfach damit hier noch mehr Bücher reinpassen. Muss dann aber so sein. Tatsächlich könnte ich mich da sogar dran gewöhnen. Also ich finde es ganz schön, vor allem hier sieht es echt toll aus. Ich müsste dann natürlich noch Bücher finden, die hier ganz gut zu passen, aber an sich gefällt mir das sogar ganz gut. Und ganz schnell die allerletzte Reihe und die Bücher, die ich aussortieren würde. Bei Skullamans fand ich die Idee sehr gut, aber die Umsetzung hat mich jetzt nicht extrem begeistert. Ich fand es okay, aber jetzt nicht, dass ich es unbedingt behalten müsste. Alabasterball ist mehr so ein Kinderbuch. Ich glaube, dass jemand anderes mehr Freude an dem Buch hätte. Kann ich die Atlas 6 auf jeden Fall schon mal hier einsortieren. Sehr gut. Bei Rahmenprinz bin ich mir unsicher. Eigentlich liebe ich ja Bücher mit Elfen, aber das hier konnte mich nicht so überzeugen. Vor allem hatte ich das Gefühl, dass kein wirklicher Sinn in der Geschichte lag. Es ist aber auch ewig her, dass ich es gelesen habe. Vielleicht wäre es mal Zeit für einen Reread. Ich habe gerade noch gesagt, dass ich kein Buch von Sarah J. Maas aussortieren würde, aber Catwoman fand ich echt nicht so stark von ihr. Einfach weil Sarah J. Maas ist, würde ich es erstmal behalten, aber fand ich jetzt nicht extrem stark. Hier gerade im letzten Fach haben wir einige Bücher, von denen ich mich potenziell verabschieden könnte. Welch grausame Gnade ist im englischsprachigen Raum total gehypt. Ich mochte es nicht so gerne, ist vielleicht aber ein Buch, wo ich es in ein paar Jahren vielleicht nochmal probieren könnte. Deshalb werde ich das erstmal behalten. A Touch of Darkness lieben total viele. Ich konnte mit dieser Version von Persephone und Hades nicht so viel anfangen. Und ja, wird es wahrscheinlich auch abgeben. Touch of Ink fand ich in Ordnung, aber war jetzt nicht extrem begeistert, deshalb ist es auch eher auf dem Vielleicht-Stapel. Und Idol, gib mir dein Herz. Ich weiß nicht mehr, was mich genau daran gestört hat. Ich glaube, ich mochte den Protagonisten nicht so gerne, weil war nicht so ganz mein Fall und deshalb würde ich das, glaube ich, auch erstmal aussortieren. Spielermacht habe ich noch nicht gelesen, aber ist fast schon irgendwie so ein bisschen abgeschrieben. Das heißt, falls es jemand gelesen hat und empfehlen kann, schreibt mir super gern und helft mir bei der Entscheidung, ob ich es noch lesen soll oder nicht. Wir haben es tatsächlich geschafft, mein gesamtes Regal durchzugehen, haben einen Karton voller aussortierter Bücher
und es trotzdem noch nicht geschafft, alle Bücher in meinem Zimmer durchzugehen. Ich glaube, das allergrößte Problem ist aber mein Bücherwagen oder wie ich es nenne, Chaos auf 4 Rollen. Wie ihr seht, habe ich da einfach jedes Buch drauf gestapelt, was in der letzten Zeit bei mir angekommen ist, für das ich nicht sofort einen Platz gefunden habe. Und dementsprechend sieht es auch aus. Es ist außerdem gar kein Bücherwagen mehr, sondern mittlerweile wirklich einfach ein Wagen, wo ich Zeugs reingestellt habe. Zum Beispiel steht hier unten einfach random eine Gießkanne drin, obwohl ich keine einzige lebendige Pflanze in meinem Zimmer habe. Es ist unfassbar. Es ist jetzt nicht so, dass ich jede Pflanze töten würde. Ich versuche schon, damit gut umzugehen. Aber erstens gieße ich sie nicht mit dieser Gießkanne und zweitens tue ich es nicht so vielen Pflanzen an, bei mir zu wohnen. Vielleicht ist das das Problem. Vielleicht sollte ich sie mit dieser Gießkanne gießen. Nein, die Gießkanne kommt weg. Ich würde also sagen, ich mache diesen Wagen erstmal ganz sauber und dann sortieren wir da die Bücher ein. Diese Box ist einfach komplett verstaubt. Ich benutze sie super selten. Ich höre meistens halt einfach über mein Handy Lautsprecher oder über Kopfhörer. Aber alleine in meinem Zimmer mit einer großen Box zu hören, ein bisschen unnötig. Die nehme ich dann eher in Urlaube mit. Hier so Notizbücher. Was macht das in meinem Bücherwagen? Oh, wie super! Ich habe noch so einen Monatsblock. Falls ihr den bei Instagram bei mir mal gesehen habt, ich benutze ja immer meine Monatsblöcke und ich habe einen, den benutze ich immer. Ja, super, ich habe noch einen, das wusste ich gar nicht. Den muss ich gut aufbewahren. So, jetzt wo ich die ganzen Krempel in anderen Schränken versteckt habe, ist mein Bücherwagen ganz leer mit ganz viel Platz für neue Bücher und ich freue mich so sehr darüber. Ich gehe jetzt wahrscheinlich erstmal die Bücher von oben durch und gucke, welche überhaupt hier in dem Wagen bleiben sollen und dann überlege ich mir ein System für die 3 Fächer. Der aktuelle Stand der Dinge hat das Chaos gerade nicht unbedingt besser gemacht. Mal schauen, was das gibt. Also ich habe mir jetzt überlegt, dass ich ganz oben Bücher reinstelle, die optisch ganz schön sind, weil ja das auch das erste ist, was man sieht. Und eben Bücher, die zum Thema Schreibtisch passen, wie zum Beispiel eben mein Schreibratgeber, auch wenn er jetzt knallorange und nicht das Schönste ist, was ich je gesehen habe, finde ich, passt er ganz gut in die oberste Reihe und damit würde ich jetzt erstmal weitermachen. Natürlich passt jetzt hier super noch der andere Mental Health Ratgeber hin, den ich habe. Ich finde, das sieht schon mal ganz gut aus. So! Jetzt habe ich keine weiteren Bücher mehr, die dazu passen. Ich würde sagen, das zweite Fach ist vielleicht für Subbücher, das heißt Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Und die kann ich hier aus diesem Haufen schon mal direkt aussortieren. Kein Horizont zu weit von Alexandra Flint kommt hier natürlich rein. Und dann Starlight in Our Dreams. Ja, das war's. Ah, nee. Das Reich der Asche ist natürlich noch ungelesen und ich habe definitiv vor, es irgendwann nochmal zu lesen. Okay, das hätten wir jetzt schon mal. Ich würde jetzt einfach mal Carrie Soto's Bag hier oben hinordnen, weil es optisch, glaube ich, ganz okay passt zu dem Buch davor. Vielleicht fange ich erstmal damit an, ein paar Bücher auszusortieren, damit ich hier nicht mehr so ein Chaos rumliegen habe. Ich glaube, als erstes greifen wir mal da ein Kleid aus Seide und Sternen. Das hat super vielen extrem gut gefallen. Mich persönlich konnte es leider nicht überzeugen. Daher finde ich das bestimmt ein ganz neues, glückliches Zuhause. Ansonsten Neon Gods konnte mich leider auch nicht überzeugen. Mit den Hades und Persephone die Geschichten habe ich es irgendwie nicht so. Ja, konnte mich einfach nicht überzeugen. Würde ich erstmal aussortieren. Witches of Silent Creek mochte ich leider persönlich nicht so gerne. Ich weiß aber, dass die Autorin vor allem im Romance-Bereich sehr gehypt ist. Das heißt, vielleicht lese ich da nochmal Bücher von der Autorin. Hier wäre das Buch auch so ein bisschen auf der Kippe, ob es bleibt oder nicht. Somit habe ich nur noch Bücher hier vom Subwagen, für die ich einen Platz finden muss, den ich noch nicht habe. Nee, finde ich nicht schön. Vielleicht könnte ich das hier noch hinpacken, weil es jetzt mit dem Lila so einen ganz schönen Übergang hat. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so machen. Glow würde ich dann mal zu den anderen Bänden packen ins Regal. Ich glaube, Size findet ein richtig schönes Plätzchen in meinem Fach da oben, was ich ja jetzt glücklicherweise freigeräumt habe. Court of Sun braucht ein Plätzchen bei den schwarzen Büchern und zufälligerweise ist hier gerade eins frei geworden. Also würde ich sagen, das passt doch echt perfekt. Ich liebe es ein bisschen gerade. Für die 3 Bücher habe ich jetzt noch keinen Platz gefunden. Ich schaue mal, ob ich noch irgendwo im Regal was frei bekomme. Ansonsten stelle ich die jetzt einfach hier noch auf den Subwagen. Ich finde, das passt auch. Wisst ihr was? Ich kann das neben Smaragdgrün stellen. Es ist ja auch grün. Das ist ja super. Ja, optimal. Wir haben es endlich geschafft und ich freue mich so sehr über den neuen Platz in meinem Regal und im Bücherwagen. Außerdem über diese große Kiste an aussortierten Büchern. Schaut gerne mal die Tage oder Wochen auf Instagram vorbei. Da werde ich sicherlich einige der Bücher verschenken, verlosen oder verkaufen. Apropos Instagram, vielleicht ist der Hinweis noch ganz wichtig, dass falls ihr da mal seht, dass ich eins der Bücher zurück ins Regal gestellt habe, heißt es nicht, dass ich meine Meinung geändert habe, sondern nur, dass mein innerer Monk durchgedreht ist und ich irgendeine Lücke füllen musste, bis da ein Buch reinkommt.
reinkommt, was ich eben neu da reinstelle. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch die neue Ordnung gefällt, ob ihr andere Bücher aussortiert oder behalten hättet. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Come and fly.